ein Artefakt, Koboldbogen des Elfenknirschholzes. Na gut, Quatsch mehr. So, das sind jetzt meine Pikiniere. Kann ich mir jetzt verschiedentlich eine Armee draus machen. Apropos hier oben, der Knirsch, der muss ja hier auch mal zu seiner Mühle. Uns vergessen. Pekiniere und sich mir anschließen. Nee, sorry. Armee ist cool. Spionageglänze. So, und da drüben komme ich jetzt nicht hin, ne? Da haben wir eine Mine. Sehr schön. Jetzt haben wir das Gebiet auch hier ein bisschen gescoutet. Ja, also wenn ich genug Einheiten hätte und das hier alles einsammeln kann, dann hätte ich auch relativ eine Armee. Die erste Mission hier scheint nicht sonderlich komplex oder schwer zu sein. Muss bald die Hauptstadt mal noch besuchen. Blutobelisk. Erstmal hier das mit dem Holzgedöns. Das sind jetzt schon ein paar. Dann Blutdurst, erhöhter Nahkampfschaden. Wunderbar, eine Fliege ist tot. Und der meisterhafte Schmied. Glaube ich, seine Sachen beschützen. Dann nehmen wir es erst ein. Tada! Und jetzt vernichten wir ihn. Am Anfang hat mir die Szenario-Beschreibung ja schon ein bisschen Angst und Sorge bereitet. Von wegen, es sind so viele, bla bla bla. Alles easy. Und dann nehmen wir noch einfach was. Oben drüber ist nämlich noch ein Gegner. Zack, direkt den nächsten. Alle mit so kleinen Truppenverbänden. Süß, das Ganze. Yeah.
So, bei dem können wir jetzt wahrscheinlich auch wieder nichts bauen. Nö. Und Kapitol. Buja, endlich. Wir haben jetzt wenigstens mal was mit ein bisschen Festungsstruktur. Aber ich glaube, wir haben keine mehr Probleme mit den Feinden hier. Nö. Er muss jetzt sowieso aus seiner Festung kommen. Dann locke ich ihn an. Er hat keine Fernkämpfer. Ja, nur die Greifenanzahl ist gerade ein bisschen heftig. Da verliere ich jetzt doch ein paar Einheiten. Sind zwar ein paar gestorben, aber passt schon. Einfach Erdmagie ist mir jetzt egal, wir haben eine verbesserte. So, rotes bezogen, so. Easy peasy, jetzt noch den Rest einfach halt komplett hier lahmlegen und die Sachen einsammeln. Nice. Das heißt, Armee aufbauen. Schloss, dann kriegen wir noch mal ein bisschen mehr. Nehmen wir doch noch den Hydra-Teich. Jetzt heißt es einfach abwarten und Tee trinken. Wobei ich hier unten noch ein paar dazu bauen kann, das ist ja perfekt. Kann ich auch noch eine Armee ausheben. Bringe ich den Knilch jetzt mal wieder zurück, dass er mal seine ganzen Einheiten upgraden kann. Und hier unten kaufe ich den Rest auf. Stimmt, habe ich bis jetzt noch nicht einmal eine Gorgo gehabt. Ganz schlicht, von denen fehlen mir jetzt einige. So, hier das mal upgraden. Wechseln. Entlassen. Wie geht denn das nochmal? Ha! Wie kann ich da nochmal jemanden entlassen? Entlassen. Aber geht nicht. Jetzt kann ich's. So, Sayonara. Hier kommt.
kaufe ich mir jetzt einfach mal alle Kreaturen. So, und mit dieser kleinen Armee kann man dann bestimmt auch mal ein paar andere Viecher hier noch platt machen. Sind beeindruckt von der Stärke. Ja, so, komm, dann brauche ich jetzt eh kein Gold mehr. Dann kann ich jetzt hier noch die Helden verbessern. Dann sind das die perfekten Helden, die ich mitnehme in die letzte Kampagne. Schöne Verteidigung mit dem Käfig. Ist hier noch ein Schloss. Und hier unten die Stelle. So, jetzt verbessern wir erstmal. Eigentlich brauche ich nur zwei Helden, würde ich fast behaupten. Die könnte ich eigentlich auch weglassen, aber... Ach, mei. Dann habe ich wenigstens schon mal... Ah, nee, warte, wie war das? Wenn ich 8 Helden habe, die werden dann auch mitgenommen. Wenn ich dann zu wenig Helden hätte, müsste ich ja noch Helden kaufen. Würde ich ja wieder Geld verlieren, das wäre auch scheiße. Also immer schön gucken, dass ich dann 8 Helden am Abschluss der Szenarien... Besitze. Jupp. Eine Horde Gorgo. Sollte ich mit klarkommen. Erstmal anlocken. So, und jetzt geht's los.
Ja, Gorgos sind schon stark. Kann man nichts sagen. Ein bisschen was verloren. So, meisterhafter Schmied. Einfach Offensive. Verbesserte Offensive. Ja, so kriegen wir aber eine schöne Armee zusammen.